Über 42.000 Menschen aus über 130 Nationen der Welt wagen sich in Kürze über eine der schönsten Laufstrecken der Welt. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zur 32. Auflage des Vienna City Marathons. Dieser Wien-Marathon steht in diesem Jahr unter dem Motto Wir sind Europa. Wir freuen uns über Traumwetter an diesem Tag. Ein Traumwetter für die größte Sportveranstaltung des Landes. Das ist der Wien-Marathon aufgrund der hohen Teilnehmerzahl. Wir freuen uns aber auch ein bisschen über dieses Traumwetter, weil es wohl die schönste ORF-Sport-Live-Übertragung des Jahres ist. Ja, es sind so 9.000, etwas mehr als 9.000 Damen und Herren, die sich über die klassische Distanz wagen, die 42.195 Meter, über 30.000 Menschen dann in den anderen vier Bewerben wie Staffel oder Halbmarathon. Hier an der Wagramer Straße geht's los, dann über die Reichsbrücke und schon nach wenigen Kilometern geht's durch den Prater. All das zeigen wir Ihnen heute. Die klassische Distanz ist natürlich die spannendste Komponente bei dieser Übertragung, 42,195 Kilometer. Seit dem Vorjahr heißt der Streckenrekordinhaber Getu Feleke. Die magische Grenze oder die magische Zahl 2 Stunden, 5 Minuten und 41 Sekunden. Der Äthiopier ist auch in diesem Jahr wieder am Start, ist natürlich der große Gejagte, aber er ist irgendwie auch Jäger, denn er will auch in diesem Jahr ein neues Zeitalter einläuten. Erinnerungen ans Vorjahr sind schön und gut, aber seine Bestzeit sieht Getu Feleke ganz klar als Marke mit Ablaufdatum. Vor kurzem bin ich in Barcelona beim Halbmarathon mit 60:45 sehr gut gelaufen. Wenn ich die Strecke diesmal ähnlich schnell absolviere, brauche ich nur noch die andere Hälfte, dann sieht es gut aus mit einem neuen Rekord. Getu Feleke hat schon in Rotterdam bewiesen, dass er noch schneller laufen kann. Am ehesten folgen können dem Titelverteidiger diese beiden Herren. Some kilometer we fight together. Wir kämpfen ein paar Kilometer gemeinsam. Er ist mein Freund. Aber mit Fortdauer des Rennens wird sich zeigen, wer mehr Power hat. Wenn er nur ein bisschen nachlässt, werde ich da sein, um mit ihm zu kämpfen. Er ist ein ganz harter Konkurrent, aber wir geben sicher nicht schon vorher auf und werden unser Bestes geben. In afrikanischer Höhenluft hat sich wie die Top-Favoriten auch der stärkste Österreicher vorbereitet. Dort bist du 100% Läufer. Dort ist der Läufer sehr, sehr angesehen. Und man muss sagen, du hast immer eine Gruppe, die was mit dir mittrainiert. Das Umfeld passt. Und vor allem auch, so wie es im Winter, wenn es bei uns recht kalt ist, du hast dort permanent zwischen 25 und 28 Grad. Mit dem einmonatigen Training in Kenia will Christian Flügel das Limit von 2 Stunden 15 für die WM in Peking schaffen. Dafür müsste er seine persönliche Bestzeit um knapp eine Minute verbessern. Hier direkt an der Startlinie an der Wagramer Straße wärmen nicht nur die Cheerleaders auf, hier gibt es auch unmittelbar hinter der Startlinie einen Aufwärmbereich für die absoluten Topstars. Da ist noch nicht allzu viel los. Da und dort werden ein paar schnelle Schritte gemacht. Da hinten wird dann die Masse ein wenig zurückgehalten. Die Elite, also die absoluten Spitzenläufer, die starten hier vorne, haben sozusagen ein bisschen einen eigenen Bereich und die werden auch eine Minute vor dem großen Feld losgelassen. Ja, wir zeigen Ihnen natürlich jeden Meter dieses Marathons. Wir haben Kameras hier am Start, Kameras im Ziel, Kameras entlang der Strecke. Wir liefern Ihnen Bilder aus der Luft von unseren Hubschraubern und wir liefern Ihnen natürlich auch wieder Bilder von unseren Motorrädern. Einer unserer Motorradreporter ist Johannes Hahn. Servus, guten Morgen. Guten Morgen, freut mich. Du lieferst uns als Reporter von diesem Motorrad genau was? Wir liefern Bilder hier von der Spitze. Wir sind die Spitze sozusagen von unserer Seite, von unserer Produktion. Das ist der Erik, der Jürgen, der Erik und der Bart. Wir sind zwei Motorräder und wir wollen die ganze Zeit bei der Spitze mit dabei sein und ganz genau einfangen. Tut sich da was, auch wenn wir vielleicht bei der Übertragung nicht gerade bei der Spitze dabei sind? Fällt jemand zurück? Wie schaut es in den Gesichtern aus? Was kann man da für Eindrücke sammeln? Und die wollen wir natürlich vermitteln. Du machst das nicht zum ersten Mal, hast natürlich auch schon einige Erfahrung. Getu Feleke ist der große Star, den wirst du vermutlich die meiste Zeit vor oder neben dir haben. Wie ist dein Gefühl? Wie sind die Bedingungen?
Bedingungen geht sich da heute was aus. Er hat gesagt, wenn das Wetter passt, dann laufe ich persönlich eine Bestzeit. Wenn es nicht so optimal ist mit den Verhältnissen, dann geht sich nur Streckenrekord aus. Ja, das Wetter, wenn wir raufschauen, schaut ja blendend aus. Ich habe mich auch bei Marc Milde nochmal erkundigt, weil es ja immer um die Temperatur geht. Die Temperatur sollte in Ordnung sein, es sollte gar nicht so viel zu warm sein. Allerdings jetzt besonders am Morgen hat sich doch ein ziemlicher Wind hier reingelegt. Auch Richtung Schöllbrunn raus könnte das vielleicht ein Problem sein. Und da sind Sie natürlich besonders gespannt, wie sich das in den nächsten ein, zwei Stunden entwickelt. Dann erzähl uns vielleicht noch ganz kurz, wie das funktioniert. Das ist nicht so einfach, dass man hier auf 42 Kilometern und ein paar Meter auch wirklich immer Signal hat. Wie funktioniert denn das technisch? Ja, das ist gar nicht so einfach, du hast es schon gesagt, deswegen versucht man hier oder hat man hier extra auch Spezialisten aus Belgien immer wieder organisiert, die besonders das bei Radrundfahrten, bei internationalen auch immer wieder machen, denn dieses Signal muss erst wie in die Luft zu einem Flugzeug, das ständig über Wien kreist und von dort kommt es dann wieder zum Boden und ja, zu Ihnen nach Hause, zu den Fernsehgeräten und dass dann nicht immer alles funktioniert, wenn das Wetter auch nicht so gut ist, das ist klar, das gibt immer wieder auch ein paar Probleme, aber heute, wenn wir ja in den Himmel schauen, dann ist das alles in Ordnung und vor allem, was ich auch schon herausgefunden habe, das hier, das sind Top-Leute, und da dürfte uns, was das betrifft, nichts passieren. Alles klar, ich wünsche dir viel Spaß, vielen Dank für den Einsatz, wird eine interessante Geschichte. Ein bisschen wollen wir uns natürlich auch mit den Damen beschäftigen. Da gab es, was heißt ein bisschen, ganz ordentlich, da gab es im Vorjahr Dramatik und Spannung pur und auch heuer könnte es wieder zum Duell der deutschen Anna Hahner mit Caroline Chepkwony aus Kenia kommen, denn beide sind wieder am Start. Die 25-jährige deutsche Titelverteidigerin aus Steinach im Schwarzwald ist ja seit ihrem Sensationssieg und Premierensieg bei einer Marathon im Vorjahr in absoluter Hochform und zählt heuer schon zu den absoluten Top-Favoritinnen. Das Gefühl als Siegerin, als erste Frau, letztes Jahr hier am Heldenplatz über die Ziellinie zu laufen, das war unbeschreiblich grandios, phänomenal und von daher ist Wien bei meiner Hitliste ganz, ganz, ganz weit oben. Schuld am läuferischen Aufstieg von Anna Hahner und ihrer Zwillingsschwester Lisa ist einer aus einer anderen Familienbande. Dann haben wir mit 17 Jahren in der Zeitung gelesen, dass Joey Kelly, der Extremsportler und ehemaliges Mitglied der Kelly Family, einen Vortrag hält zum Thema Motivation und haben gedacht, wir waren auch Kelly-Family-Fans früher. Das war damals schon ein bisschen abgeschwächt, aber haben gedacht, hey, hört sich cool an, lass uns mal anhören. Und hinterher waren wir so geflasht, dass wir gesagt haben, wir wollen auch laufen. Und es läuft gut. Ihre persönliche Bestzeit ist inzwischen die zweitbeste im ganzen Feld. Es scheint wieder auf ein Duell mit Caroline Chepkwony hinauszulaufen. Wir haben uns beide total gefreut, dass wir uns jetzt in Wien wiedersehen. Sie hat, glaube ich, auch noch eine Rechnung mit mir offen, weil ich sie letztes Jahr 300 Meter vom Ziel überholt habe. Das dramatische Finish des Vorjahres hat ein noch dramatischeres Nachspiel. Völlig entkräftet kämpft sich Caroline Chepkwony ins Ziel. Später kollabiert die Kenianerin sogar. Das war schon ein Zustand, wo sie stabilisiert werden musste, kreislaufmäßig. Und das war schon eine Sache, wo unsere Rettungssanität und Rettungsärzte arbeiten musste. Im Gegensatz zum Vorjahr wird dieses Mal alles gut ausgehen. Ich werde aufrecht ins Ziel laufen und nicht gerade noch gehen. Einem neuerlichen Duell mit Titelverteidigerin Anna Hahner steht also nichts im Weg. Und jetzt ist sie hier bei uns. Ich freue mich sehr, dass sie sich noch Zeit genommen hat. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen. Mich würde einmal als erstes interessieren, was sich in ihrem Leben getan hat seit diesem Sieg im Vorjahr. Ich kriege ganz viele Sarathonen geschenkt. Das ist großartig und die erinnern mich immer wieder an Wien. Und jetzt freue ich mich riesig, ein Jahr später wieder hier zu stehen und in 20 Minuten fällt dann der Startschuss. Ich bin geneigt zu fragen, was machen Sie mit den Sachertorten? Essen werden Sie sie nicht, oder? Doch, essen, weil ich laufe so viel, da brauche ich Energie und das geht am schönsten in Form von Schokolade. Jetzt tragen Sie in diesem Jahr diese F1 am Körper. Ich habe schon gehört, das ist so für die Titelverteidigerin, aber vor allem, dass Sie das total und unglaublich motiviert. Ja, das war mein absoluter Traum. Ich wollte unbedingt mit der F1 mal Marathonstart stehen und hier in Wien. Und ja, deswegen, das ist für mich so eine Ehre und eine Motivation, die F1 zu tragen. Und ich freue mich drauf, wenn mich alle mit Go Anna Go anfeuern. Und ich werde alles geben, um wieder eine Spitzenleistung abzuliefern. Ja, bis zu 500.000 Menschen werden erwartet entlang der Strecke. Also alle, die das noch hören und sie dann irgendwas sehen.
wissen jetzt, was man rufen muss. Anna, ich habe auch gehört, dass Sie sich den Marathon vom Vorjahr noch mal angesehen haben vor Kürze. Stimmt das? Ja, und das Witzige ist, ich habe gesehen, die Dieselpreise letztes Jahr waren bei 1,27,9. Das ist mir so aufgefallen. Also ich werde da heute drauf achten, wo die liegen werden. Also es hat sich ein bisschen was verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Was hat sich verändert, auch was Ihre Vorbereitung betrifft und. Aber was heißt denn das im Vergleich zum Vorjahr? Alles gleich machen, irgendwie was anders tun? Wieder mein eigenes Rennen laufen. Ich glaube, das hat sich im letzten Jahr gezeigt, dass das das Wichtigste und am besten ist, wenn man sich nicht an den anderen orientiert, sondern einfach auf sich selbst hört und seinen Plan durchzieht. Was sagen Sie denn auch noch ganz schnell zu den Bedingungen? Für uns natürlich tolles Wetter, für Sie? Auch super Wetter. Ein bisschen windig, aber der kann ja von hinten blasen, dann hat man Rückenwind. Also von daher optimal. Ganz schnell noch Ihr Ziel als Titelverteidigerin ist wahrscheinlich der Sieg. Haben Sie nebenbei auch Ziele, was die Zeit betrifft? Ja, mein Ziel ist einfach so schnell wie möglich zu laufen, damit jede andere Frau, die schneller sein will und vor mir sein will, noch schneller laufen muss. Alles Gute, liebe Anna. Ich hoffe für Sie und für mich, dass wir uns ganz schnell im Ziel wieder treffen. Alles Gute. Ja, alles Gute. Und liebe Grüße an meinen Opa zu Hause und die Omas. Alles Gute, Anna. Dankeschön, dass Sie sich noch Zeit genommen haben. Ja, wie es ist, wenn die Luft dünn wird, wenn alles wehtut, wenn man sich so ab Kilometer 30 dann schon nur mehr die Ziellinie herwünscht. Das liefern wir Ihnen heute nach einigen Jahren wieder einmal so hautnah wie selten zuvor, denn wir haben etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Ex-Biathlet und ORF-Co-Kommentator Christoph Sumann wagt sich heute in einem speziellen Projekt über diese Marathon-Distanz. Er ist sozusagen der Marathonmann. Er ist nämlich verkabelt und mit Mikrofon unterwegs, ausgestattet für sein Marathon-Debüt, um uns diesen Marathon so richtig hautnah und vor allem live zu zeigen. Er kommt. Zwei Schuhe, ein Mikrofon, ein Zoomer, Christoph Zoomer. Auf 42 Kilometern kämpft er gegen den inneren Schweinehund und kehrt irgendwie zu seinen Wurzeln zurück. Er läuft gerne lange, schießt gerne schnell, auch übers Ziel hinaus, besonders wenn es um Sprücheklopfen geht. Ich war eigentlich kurz vom Rennen noch mal im Häusl. Ein Fliegenschiss. Ich bin ja hereingesprintet wie ein angeschossenes, wie eine angeschossene Milchkuh. Das ist ja kein Nasenbauer vom Dienst. Was macht der Trottel? Ja, ich glaube, ich muss mich übergeben. Das hat sein Vorläufer als verkabelter Asphalt-Cowboy Anfang dieses Jahrtausends nicht nur geglaubt. Es ist schade, weil eine tolle Stimmung, super Publikum, die jubeln, da kennen mich sehr viele auf der Strecke. Und du schleppst dich da vorbei mit so einem langsamen Schritt und das ist peinlich, aber das musst du halt durchstehen auch. Nur ein Jahr später zeigt Stadlober, was wirklich in ihm steckt und stellt mit 2,29,43 seine Bestzeit auf. Heute gibt sein Nachfolger den Marathon an und da sind Einflüsterer auch nicht weit. Ich hab sehr viele Stimmen am Ohr. Und gar so gemütlich wie bei der kurzen Generalprobe gestern wird es wohl nicht abgehen. Ich hab's gleich geschafft. Ein unglaubliches Erlebnis für jeden Sportler. Ein Wahnsinn, eine Stimmung. Besser geht's kaum. Und jetzt kurz vor der Ziellinie. Puh, hart war's, aber geschafft. Drei olympische Medaillen, vier WM-Medaillen, Langlaufen, Biathlon, Triathlon. All das hat er schon hinter sich. Christoph Sumann, schönen guten Morgen. Heute wagt er sich also über diesen Marathon. 14 Jahre nach Alois Stadler, aber wir wissen, was damals passiert ist. Er hat sich damals eine allgemeine Lebensmittelallergie eingefangen. Ich bin geneigt zu fragen, was hast du gegessen, was werden wir von dir heute alles sehen? Ich lasse das aus. Warte ab. Vielleicht bekommen wir es. Nein, ich bin kein Kotzer. Ich bin absolut kein Kotzer, also das kann ich ausschließen. Und die Geschichte vom Alois, die ist Kult und das bleibt so stehen. Ja. Ja, du wirst für einen neuen Kult sorgen, das bin ich mir sicher. Bisher ist er nicht auf den Mund gefallen, das wird auch heute nicht passieren. Aber sag mal schnell, wie bist du drauf, denn wie viel der Marathon ist das? Das ist mein vierter insgesamt. Also ich bin ja letztes Jahr den Ironman-Marathon gelaufen, dann in Lavachau letztes Jahr und genau vor 20 Jahren hier in Wien, mein erster. Und fühlst dich heute wie beim Aufstehen? Absolut top beieinander. Nein, ich habe vor einem Monat angefangen zum Laufen. Also ich bin richtig gut vorbereitet, wie man sieht. Nein, aber es ist schön, ich bin einer von Tausenden mit dem Ziel, irgendwie ins Ziel zu kommen.
Wir sehen schon, vielleicht dreht sich einmal kurz ein Stück herum. Er hat hier ein Mikrofon bei sich, Sender, Empfänger, alles, was man braucht. Alles mit, die Kamera kommt dann später. Kann, ja. Nein, den musst du nicht selber tragen. Er wird natürlich auch von einem Motorrad begleitet. Wir werden immer wissen, wie es dir geht. Ich darf dir so viel sagen. Wir haben bis 12 Uhr auf ORF 2 Live-Übertragung. Sportchef Hans-Peter Dost hat schon gemeint, er will dich in ORF 2 live sehen. Geht sich das aus? Ja, das ist, wie gesagt, macht es mir Stress, weil ich muss bis Sendeschluss muss im Ziel sein. Das ist ja, sollte irgendwie zum Schaffen sein. Solltet ihr irgendwann mal keine Rückmeldung mehr bekommen, dann wisst ihr, mir geht es nicht besonders gut. Das wünschen wir uns nicht, wünschen wir dir nicht. Alles Gute, vielen Dank auch, dass du das machst. Alles Gute für diesen vierten Marathon, Christoph Sumann. Ja, ich stehe hier direkt auf der Startlinie. Von dieser Linie bis zur zweiten oder eigentlich wichtigsten in diesem Rennen, zur Ziellinie, sind es 42,195 Kilometer. Und dort im Ziel stehen die beiden Kommentatoren des heutigen Vienna City Marathons, Dietmar Wolf und Michael Buchleitner. Bei uns ist schon ein Riesengewurl da hinten. Wie sieht es bei euch aus? Ja, mit dem Zielband hier am Wiener Heldenplatz dürfen wir beide auch einen schönen guten Morgen sagen. Michael Buchleitner ist wieder unser Experte und mein Co-Kommentator. Michael, schön einmal, dass du bei uns wieder mit dabei bist. Freut uns sehr. Ja, mich auch. Danke. Ja, es ist bei uns natürlich noch die Ruhe vor dem Ansturm der etwa 40.000. Wie ist deine Grundstimmung? Prickelt schon? Ja, ich glaube, wenn man jetzt die ganzen Stimmen gehört hat, dann kriege ich auch richtig Gänsehaut und ich kann das nachfühlen, was die Tausenden jetzt auf der Startlinie bei der UNO City empfinden und ich freue mich schon sehr darauf, auf das ganze Rennen. Es hat geheißen, der Sieger des Vorjahrs, Geto Fileke, ist der große Favorit. Der wird in etwa 2 Stunden hier über diesen blauen Teppich, über dieses blaue Band ins Ziel laufen am Heldenplatz. Wird er wieder gewinnen? Wird er vielleicht sogar seinen tollen Streckenrekord aus dem letzten Jahr tatsächlich deiner Einschätzung nach wieder verbessern können? Ich glaube, er ist der große Favorit. Er ist mit Abstand der Beste im Feld, was seine Zeit betrifft. Es wird ein bisschen darauf abhängen, wie viele Leute er noch um sich hat. Der Wind ist jetzt relativ stark, wir hoffen, dass er schwächer wird. Aber ich glaube schon, dass er bei der Leistung, die er im Vorfeld über den Halbmarathon gebracht hat, er ist eine 60er-Zeit gelaufen, das ist in der Vorbereitung des Marathons schon sehr, sehr gut. Ich glaube, dass er schon das heißeste Eisen ist und der hat wirklich was vor. Das heißeste Eisen ist ein gutes Thema. Christian Pflügel, der Österreicher, ist das heißeste Eisen in Rot-Weiß-Rot. Der hat sich viel vorgenommen. Das WM-Limit für Peking, 2 Stunden 15 Minuten, wäre auch für ihn neuer persönlicher Rekord. Der hat viel dafür getan, aber es ist ein hohes Ziel, eine hohe Aufgabe. Wird er es schaffen, deiner Meinung nach? Er hat auch gute Voraussetzungen. Er ist eine persönliche Bestleistung im Halbmarathon gelaufen. Hat 3 gute Pacemaker im Rennen, wo er sich auch ein bisschen verstecken kann, die auch sehr weit mit ihm laufen. Ich glaube, dass das ein Riesenvorteil ist und da wird auch der Kopf eine starke Rolle spielen. Dann warten wir natürlich gespannt noch auf die Damen, dieses fantastische Finale, dieser Zieleinlauf des letzten Jahres. Anna Hahner, mittlerweile ja die Favoritin. Macht sie ein Solo oder gibt es eine Revanche? Ich glaube, dass das ein bisschen taktischer wie das letzte Jahr. Letztes Jahr hat die Jack Boni die Hahner eigentlich nicht wirklich auf der Rechnung gehabt, die Anna. Diesmal wird das ein bisschen anders ablaufen. Jetzt kennen sich die beiden und ich glaube, dass das so eine richtige spannende Geschichte zwischen den beiden wird. In den nächsten wenigen Stunden werden wir das alles auflösen. Wir freuen uns darauf. Der Erste, der hier ins Ziel laufen wird, ist auf jeden Fall der Sieger des Halbmarathons. Der Männer, der kommt schon in knapp einer Stunde. Deshalb, Michael, machen wir zwei uns auf den Weg in unser Kommentator-Kammerl hier direkt an der Ziellinie und machen Platz für die Akteure, die hier durchlaufen werden. Ja, und ich bin mittlerweile ein paar Meter hinter die Startlinie gegangen, da wo die große Masse im Moment noch zurückgehalten wird. Ein Riesengedränge jetzt und da ist natürlich einiges los. Ich darf Ihnen jetzt schon sagen, dieses Feld hier wird eine Minute nach der absoluten Elite losgelassen, läuft dann da vorne über die Ziellinie. Wir zeigen Ihnen bis 12 Uhr auf ORF 2 natürlich alles, was diese Marathonentscheidung betrifft. Und dann bis 13 Uhr auch noch viele Bilder aus der Masse, natürlich auch während der Übertragung. Wir zeigen Ihnen Ihre Verwandten, Nachbarn, Freunde, Geschwister, alle, die da mitlaufen und Sie vielleicht kennen. Ja, es geht also los da vorne an der Startlinie über die Reichsbrücke und irgendwo da hinten steht unser zweiter Motorradreporter Martin Lang, wahrscheinlich schon bei der ersten Ladestation. Ja, beinahe könnte man sagen, Oliver. Wir sind genau am anderen Ende der Brücke, 1 Kilometer. Hier warten einmal viele Menschen. Es ist eine U-Bahn-Station. Wenn man die LaSalle-Straße ein bisschen dann hinunterblickt, hat sich hier in der letzten halben Stunde hauptsächlich gefühlt. Wo kommen Sie her? Aus Vorarlberg. Von wo? Von Bregenzer Wald. Läuft jemand mit von Ihnen? Ja, viele von unserem Verein und auch die Ehemänner. Früh aufgestanden, man wartet jetzt noch ein bisschen gelassener. Wird es ein bisschen aufregender in den nächsten 10 Minuten? Ja, natürlich. Das Zuschauen macht Spaß. Bei dem Wetter, bei der Stimmung, genial. Werden Sie den Marathon via U-Bahn dann weiter auf anderen Streckenteilen mitverfolgen? Ja, natürlich. Wo? Nein.
der Karlsplatz und dann das Ziel. Alles Gute, Dankeschön fürs Kommen, fürs Zuschauen. Sie sehen, hier ist natürlich jetzt noch so etwas wie eine ganz ruhige, gelassene Stimmung, aber Sie werden es dann selbst sehen. Hier wird es dann richtig laut, wenn die Läuferinnen und Läufer vorbeikommen. Also in Kürze fällt hier der Startschuss zum 32. Vienna City Marathon. In Kürze setzen sich so an die 80.000 Beine in Bewegung. Großartige sportliche Leistungen in Kombination mit wunderschönen Bildern hier bei unserer Live-Übertragung. Da ist die Startlinie. In wenigen Augenblicken nehmen die Stars hier Aufstellung und in circa 125 Minuten sehen wir den ersten Zieleinlauf in Wien in diesem Jahr. Das ist der Wien-Marathon 2015. Viel Spaß mit Ihren Kommentatoren Dietmar Wolf und Michael Buchleitner.